einen schönen guten Morgen aus Portugal, aus Zagres, da sind wir jetzt da, auf der Klippe. Und anscheinend ist ja in Portugal Campen auf Ding verboten, außer auf Campingplätze. Aber wenn ich da jetzt umschaue, auf dem Parkplatz, da stehen sicher 100 Autos. Ha? Sicher 100 Autos stehen da sicher. Also so genau wird es auch nicht genommen werden mit dem Verbot, glaube ich. Und jetzt stehen wir da, auf der Spitze heraus. Und da geht es senkrecht durch. Und wenn wir das gewusst hätten, dass man da stehen kann, dann wären wir auch nicht am Campingplatz gefahren, gell? Nein. Weil da stehen sie genug. Und jetzt schauen wir uns da das an ein bisschen und schauen, dass wir nicht runterfliegen über die Klippe da. So, da unten dann sie surfen. Sind schon ein paar am Wasser in aller Herrgottsfrühe. Es ist ziemlich spektakulär da mit den Wellen, muss ich sagen. Was sind sie außen, die Surfer? Keine Monsterwellen, aber auch nicht so ohne. Jetzt stehen wir da am Spitzler raus von Zagres. Wollten wir da rein, das vor. Allerdings leider geschlossen. Zum Leuchtturm wollten wir vor, war nichts. Lassen Sie es nicht, alles zugesperrt. Steht da nichts oben auf Aufmacht oder irgendwas, keine Ahnung, weiß keiner. Internet steht auch nichts. So, jetzt lassen wir mal die Drohnen auch rein. Die Vanlifer und Surfer an alle Variationen. Surfen und Vanlifer. Jetzt wollten wir zum nächsten Leuchtturm. Aber leider, auch geht's Q so. Und jetzt stehen wir da. Da sind ein paar wagemutige Angler. Und da, ganz da drüben, da ist irgendwo Amerika. Irgendwo. Nächster Stopp.
Da wenn wir schon in eine dürfen, können wir ja die Kamera wenigstens durchs Gitter heben. Surfer Hotspot Sagres und fahren wieder weiter. Alle Fälle blitzt da überall. Hier vor Portugal, jetzt sind wir auf dem Weg zu den Benigil-Höhlen und haben am Wegesrand, hat die Renate einen Lost Places entdeckt. Ja. Eine Villa mit Swimmingpool. Mit Swimmingpool, alles verlassen. Mitten im Paradies mit Meerblick. Swimmingpool, alles da. Und so schaut's da aus. Alles verlassen. Hier war schon angemalt alles. Ein schönes Platzerl. Da ist vielleicht ein Leichen drin. Na, nix. Alles leer. So ein schönes Haus. Schauen wir mal rein da. Wie es da ausschaut. Nur vom Feinsten. Marmorboden, alles ausgelegt. Wahnsinn, hey. Die Fenster und Türen hat schon einmal einer gebraucht, wahrscheinlich. Das hat sich ausgebaut. Ich soll schon hoch rein. Wo? Balmen vor der Tür. Ja. Ja, schon. Und du schaust das. Bisschen spooky schon, gell? Bisschen spooky. Da in der Garage steht vielleicht noch ein Rolls Royce rein. Oder so. Muss ich war schon abbrochen. Da muss einer sein Schwarzgeld angebaut haben da. He? Wahnsinn, hä? Da hat er schon einmal ein paar Platten gebraucht, ein paar so Ziegel, Pflastersteine, da fällt ein bisschen was, aber sonst. Ich würde die Bäume gern mitnehmen. Die riesen Bäume da, gell? Ja. Ist ja Wahnsinn. So ein Gebäude, ha? Verlassen. So, jetzt gehen wir weiter. Verlassenen Ort da. Einen schrägen Ort mit der Villa. So, da haben wir von vorne die Villa, die verlassene.
mit Garten. Und da weiter hinten steht noch eine. Einsam und verlassen. Und jetzt gehen wir weiter. Oh, hier vor der Benegil-Höhle in Portugal, Algarve. Renate ist schon ganz vorgegangen. Ja. Ja, ganz mutig. Aber ich habe mich nicht traut wegen meinem Gewicht. Ja. Aber weiß ich nicht, ob es ausgehöhlt ist. Da ist nicht mehr eine Zaunummer. Aber da springt eigentlich jeder drüber, gell? Ja. Aber mir nicht. Und da gehen wir jetzt eine Runde und schauen wir uns das da an. Auf jeden Fall sehr beeindruckend, gell? Bei schönstem Wetter noch dazu. Ja. Gut dann, bis später dann. Da, jetzt stehen wir da bei der Benegil-Höhle da. Da geht's rein. Da kannst du mit dem Boot reinfahren. Spektakulär. Geiler Beach nach dem anderen da. Mega. Hat schon was. Hallo, hier vor der Benegil-Höhle haben wir uns jetzt angeschaut. Und die Gegend da, sehr beeindruckende Klippen da, gell? Ja. Sehr schön. Also wenn man da mal in Portugal ist,
in der Nähe sollte man sich das anschauen. Und für uns wird es jetzt für heute eh schon reichen wieder, gell? Ja. Haben wir schon ziemlich viel Input gehabt. Vormittag. Vormittag, Input, Leuchtturmrunde. Leuchtturmrunde gemacht, in Sagres waren wir da, bei den Surfer. War auch total interessant. Ziemlich hohe Wellen. Und jetzt sind wir eben da bei den Benegil-Höhlen. Und jetzt machen wir eigentlich Schluss für heute wieder. Ja, machen wir es auf dem Heimweg. Machen wir es auf dem Heimweg, weil wir stehen da hinten, dann bleiben wir die Nacht da. Wild campen. Illegal, aber schön, was möchtest du machen? Okay dann. Gut dann. Und tschüss und ciao.